Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein und danke auch den beiden vorherigen Sprechern. Tolle Präsentationen. Ich kann da, glaube ich, mit meiner PowerPoint schlecht mithalten. Ich bin hier, um Women in AI zu präsentieren. Es handelt sich dabei um eine NGO, die in Frankreich gegründet wurde und ein internationales Netzwerk ist, mit dem Ziel, Frauen zu motivieren, aktiv im Diskurs rund um AI teilzunehmen. Also es knüpft perfekt an die erste Präsentation an, wie schon gesagt. Bevor ich jetzt wirklich in die Präsentation reingehe, möchte ich mich vielleicht selbst noch vorstellen. Also mein Name ist Carina Zehertmeier und ich bin ehrenamtliche Botschafterin für Frauen in künstlicher Intelligenz. Ich bin Juristin von der Ausbildung her und habe dann Menschenrechte studiert und eine Zeit eigentlich den Großteil meiner beruflichen Karriere im diplomatischen Bereich gearbeitet und bin so eigentlich zu dem Thema neuer Technologien gekommen, indem ich viele Themen in der UN verfolgt habe und dementsprechend auch gesehen habe, wie relevant Daten dort sind, wie viele Daten es gibt und welchen Unterschied das Ganze machen kann. Zusätzlich studiert auch mein Bruder künstliche Intelligenz und hat mich mein ganzes Leben, also die letzten Jahre in Diskussionen verwickelt, in denen ich es anfangs schwer gefunden habe, mich irgendwie zu verteidigen rechtlich, und habe dann Feuer gefangen, an dem Thema eben selbst zu arbeiten, und würde jetzt nicht behaupten, dass ich mathematisch mich jetzt sehr gut schlagen könnte, darum bitte ich euch in der Fragerunde gütig mit mir zu sein. Ja, also zur Organisation selbst. Also wie gesagt, das Ziel ist es eben, die Partizipation und Repräsentation von Frauen in künstlicher Intelligenz zu fördern. Warum ist das überhaupt wichtig? Ganz einfach, wie heute schon gesagt wurde, künstliche Intelligenz ist in der Zwischenzeit ein Bestandteil unseres Alltages. Viele Entscheidungen, die uns alle betreffen, werden von künstlicher Intelligenz eben schon mitgefällt. Und diese Entscheidungen reichen vom Gesundheitssektor über Versicherungen bis hin zur Bildung und viel, viel mehr. Konkret gibt es auch einige negative Beispiele, die gezeigt haben, dass man nicht einfach willkürlich Daten in ein Programm schmeißen kann, ohne zu überprüfen, wie diese Daten eben konkret ausschauen. Also das, was mir halt als erstes einfällt, ist vor allem im Bereich des Personalwesens, wo zum Beispiel auch Amazon eine Recruitment-Plattform programmiert hatte, die eben helfen hätte sollen, eben Kandidaten für Data Scientists Positions und andere Positions eben zu rekrutieren. Sehr schnell hat man aber herausgefunden, dass das Programm vor allem auf Männer abgezielt hat und selten Frauen als potenzielle Kandidaten herausgefiltert hat. Ganz einfach deswegen, weil man die Daten vom eigenen Unternehmen herangezogen hat, die darauf basieren, dass eben 80% der Programmierer männlich waren und dementsprechend auch die Maschine Männer bevorzugt hat in der Selektion. Also das Programm gibt es jetzt natürlich nicht mehr, sondern hat man wieder runtergenommen. Aber nur um zu zeigen, dass es eben wichtig ist, sich Gedanken zu machen, welche Daten wie verarbeitet werden. Ja, eben wie auch heute schon besprochen wurde, muss das Ziel eben sein, dass eine künstliche Intelligenz transparent und objektiv und so vorteilslos wie möglich gestaltet wird. Wie kann man so ein Ergebnis erreichen oder kann man es überhaupt erreichen? Also wenn man mich persönlich fragt, glaube ich, es ist schwer, eine Maschine zu kreieren oder einen Algorithmus zu schaffen, der 100% objektiv ist. Aber ich bin jemand, der optimistisch ist in dem Sinn, dass ich glaube, dass es leichter ist, wenn man Vorurteile in Maschinen erkennt, diese dann zu bekämpfen, zu verbessern, etwas zu ändern, als Vorurteile in einem Menschen zu ändern, wenn sich der einmal darauf festgesetzt hat. Konkret in der Praxis wird es jetzt, bin ich eben auch der Meinung, was es dafür bedarf, sind einerseits diversifizierte Datensets. Das heißt,
Konkreter, wenn man jetzt auf Google geht und einfach das Wort CEO eingibt, ist das Resultat, dass man 80% weiße, 50, 60-jährige Männer vor sich hat. Wenn man jetzt einfach dieses Datenset nimmt und in eine Maschine speist, wird das Resultat eben dementsprechend ausschauen. Wie kann man dem vorbeugen? Eben indem, dass man auch, also das Problem ist, das muss eben einem erst einmal auffallen überhaupt, dass es diesen Bias oder diese Vorurteile in den Daten gibt. Wie kann man auf das aufmerksam machen? Eben indem man versucht, möglichst breit gefächerte Programmierteams zu haben, die verschiedene Gruppen der Gesellschaft und der Realität widerspiegeln. Das heißt, eben Frauen, Menschen verschiedener kultureller Hintergründe, denen das dann auch auffällt. Und wichtig ist auch, dass eben nicht nur in den Daten der Bias, also die Vorurteile vorhanden sein können, sondern eben auch in der, im Programm selbst. Ein weiterer Punkt, den ich extrem wichtig finde und der knüpft auch zu meinem, also an mein Thema an, ist es eben, zu jedem bewusst zu machen, dass wir alle, also alle Menschen haben Vorurteile, jede Gesellschaft hat Vorurteile und diese werden reproduziert. Das ist einfach so und ich bin der Überzeugung, dass man eben sich diesem Problem bewusst sein muss, um es zu erkennen. Und da, das knüpft halt sehr gut an das Thema, weil laut dem World Economic Forum sind derzeit nur 22% aller Experten im AI-Bereich, also künstlichen Intelligenzbereich, Frauen. Und das ist natürlich eine Unterrepräsentation, die ein Problem, also eine Lücke darstellt, die man schließen sollte. Und zwar nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch politischer und rechtlicher Ebene. Ja, zur Organisation selbst, also zu Women in AI. Bei der Organisation handelt es sich um die größte internationale Gemeinschaft von Frauen in künstlicher Intelligenz. Die Zahlen stimmen, also stimmen nicht mehr 100%. In der Zwischenzeit sind wir schon über 1800 Mitglieder von über 80 Ländern, die eben von verschiedensten Hintergründen sich zusammenschließen und Events besuchen und versuchen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Außerdem gibt es derzeit auch schon 28 Botschafterinnen, zu denen ich auch zähle, die eben aktiv an Veranstaltungen teilnehmen und auch Events organisieren. Ja, das bringt mich gleich zu den Aktivitäten. Also wir treffen uns regelmäßig, organisieren Events, es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten. Also ich bin erst sehr kurz dabei bei dieser Organisation und habe es bis jetzt noch nicht geschafft, sowas in Österreich zu starten, aber ich glaube, ich werde im Anschluss gleich mit Ramon mich verknüpfen und schauen, ob wir was organisieren können. Also wir publizieren auch und betreiben Recherche und bloggen. Also falls ihr Interesse habt, dann bitte kommt und tretet unserem Netzwerk bei. Also es geht wirklich nur darum, um zu zeigen, dass man findet, dass Frauen oder allgemein inklusive künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema sind. Also beitreten unter womeninai.co für die, die es nur via Audio hören. Ja, zu mir selbst, ich habe mich schon vorgestellt. Ansonsten gibt es auch eine Meetup-Gruppe, die sich heute zum ersten Mal sehr erfolgreich getroffen hat. Und also man sieht hier nur 6 Mitglieder, in der Zwischenzeit sind es schon knappe 80. Und also das nächste Meeting wird sehr bald stattfinden, falls jemand eine Initiative hat, die er gerne teilen möchte oder etwas besprechen möchte im Rahmen von interessierten Frauen, dann bitte einfach an mich wenden. Und letztlich nutze ich gleich noch die Gelegenheit, um auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen. Bitte das Datum ignorieren. Also ich organisiere derzeit eine Veranstaltung eben im diplomatischen Bereich, weil das meine Expertise ist und es geht um AI in Diplomacy and International Relations. Und dieser Talk, der eben der Kickoff eigentlich meiner Botschafterrolle ist, mehr oder weniger, wird voraussichtlich Anfang September stattfinden. Ja, und dann darf ich mich auch schon bedanken. Ich glaube, ja,
genau, also dann darf ich mich schon bedanken. Also es war ein bisschen ein kurzer Talk, aber ich freue mich über Fragen und hoffe, sie sind nicht zu algorithmisch und mathematisch. Vielen Dank. Danke für die Vorstellung dieser tollen Initiative. Ja, sehr gern. Viel Glück. Dankeschön. Und viel Erfolg. Ich glaube, wir brauchen das ganz, ganz dringend. So, hat jemand Fragen, Anregungen, Bemerkungen dazu? Von wo ging die Initiative aus und was gibt es in anderen Ländern, wo es schon länger läuft, für Aktivitäten? Also die Initiative ist von Frankreich ausgestartet, von einem Netzwerk von drei jungen Frauen, von denen nicht alle Programmiererinnen sind, die eben in verschiedenen Bereichen in Verbindung gekommen sind mit dem Thema künstliche Intelligenz und festgestellt haben, dass Frauen eben wirklich unterrepräsentiert sind und systematisch das Gefühl hatten, dass ihre Interessen nicht wirklich reflektiert wurden und einen Bedarf gesehen haben, eben hier aktiv zu werden. Sehr groß, also zu den Tätigkeiten der Organisation als solche. Also das eine Thema ist es vor allem, Veranstaltungen zu organisieren und versuchen auch in Veranstaltungen zu sprechen, um das Thema publik zu machen. Aber sehr viel wird auch in den Educational Part investiert. In anderen Ländern gibt es ganze Bootcamps für Mädchen, aber nicht nur. Also die Organisation steht übrigens auch allen offen, die sich dafür interessieren, nicht nur Frauen. Das hätte ich vielleicht schon vorher dazu sagen sollen. Und also es gibt sehr viele Educational Trainings, auch für Erwachsene in der Zwischenzeit, aber natürlich ist das noch nicht bis hier durchgedrungen, aber am stärksten ist auf jeden Fall die Repräsentation in Paris, in Australien, wurde jetzt, glaube ich, gerade ein einwöchiges Bootcamp veranstaltet und ansonsten gilt es halt zum Thema zu blocken, aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob du die Website kennst, womenalsoknowstuff.com, das habe ich mal von XKCD gehört, die Website, dort ist einfach eine Datenbank von weiblichen Expertinnen in allen möglichen Themengebieten und ihr könntet euch da auch registrieren, dann haben wir vielleicht mal eine zentrale Datenbank von allen Expertinnen. Ja, also, super, ja. Danke für die Anregung. Bitte, also ich komme dann nachher nochmal vorbei, ich muss mir das notieren. Okay. Zum Thema AI in Diplomacy, kannst du da irgendein Beispiel, irgendwas, wo man sich was drunter vorstellt? Also. Ja, also danke nochmal fürs darauf aufmerksam machen. Ich bin nämlich auch noch dabei, Sprecherinnen zu suchen. Also falls ihr eine Frau kennt, die auf jeden Fall bei dem Thema was sagen möchte, dann bitte an mich wenden. Und ja, zum Thema AI im Diplomacy, das ist das Thema, das ich eben am besten kenne. Und es ist ein sehr großes Thema, weil es ist nicht nur, also es hat verschiedene Facetten. Einerseits, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Diplomaten erleichtern kann, weil die Arbeit doch sehr bürokratisch und standardisiert auch ist. Also das ist der eine Bereich. Aber natürlich der viel größere ist künstliche Intelligenz als Bestandteil der diplomatischen Verhandlungen und da spielen sehr viele Faktoren hinein, vor allem auch Staaten sind gerade dabei, sich zu positionieren. Ein Staat nach dem anderen schreibt gerade seine nationale Strategie und alle lassen erkennen, dass sie gerne eine Vormacht im künstlichen Intelligenzbereich hätten und man merkt eben, wie sich die neuen Power-Dynamiken verschieben oder halt auch steigen, vor allem auch man spricht ja sogar fast von einem kalten Krieg zwischen USA und China, wo sich die Fronten um den Tech-Run quasi so neu aufbauen und also es geht auch um diese neue Gestaltung der Powerpolitik und dann
des Weiteren als Verhandlungsgegenstand ganz stark, zum Beispiel, wenn es um autonome Waffensysteme geht, wo man in, also ich habe das in Genf nur nebenbei verfolgt, aber man sieht eben ganz stark, wie sich große Player gegen die Regulierung von Waffensystemen sträuben. Man sieht, wie das Aufrüsten in diesem Bereich eben am Laufen ist und niemand preisgeben will, wo er eigentlich technologisch steht, wie weit er schon fortgeschritten ist. Und das sind so die Themen, die angesprochen werden. Aber natürlich auch viel anderes noch, wie Menschenrechte, die einen großen, also Data Privacy, wie man im Internet quasi Menschenrechtsverletzungen begegnet, etwaige Regulierungsmodelle. Soll man einen internationalen Framework wirklich schaffen? Reichen die gegebenen Frameworks oder nicht? Also das sind so Themen. Es gibt zum Beispiel einen Regelsatz für Businesses im Menschenrechtsbereich, also die, wie man sich eben ethisch korrekt halten soll als Unternehmen. Und natürlich die Staaten, die jetzt möchten, dass man künstliche Intelligenz, neue Technologien nicht reguliert, die sagen, wir brauchen keine neuen Frameworks, um diese neuen Technologien zu regeln. Wir können uns einfach auf dem, was es schon gibt, auf dem ausruhen und versuchen, mit dem zu arbeiten, was wir haben, aber nicht mehr bürokratischen Aufwand schaffen. Und natürlich gibt es dann andere, die vor allem kleinere Staaten, die auf Kooperation angewiesen sind und oft auch diesen großen Technologiegiganten sich unterlegen fühlen, die dann dafür argumentieren, dass es auf jeden Fall ein Regelwerk braucht, das absichert, dass auch die Europäische Union versucht, sich in sehr stark zu positionieren mit einem ethisch korrekten Zugang zu AI. Also es geht darum, Trustworthy Ethic AI eben zu kreieren. Und man sieht es sehr stark, dass die Bemühungen sind, sich als Europa innerhalb der Staatengemeinschaft als der Vertrauenspartner eben einzurichten. Aber die Frage ist, ob man dann eben zurückfällt. Also es ist natürlich ein Kompromiss, den man eingeht, weil andere Staaten einfach die Daten verwenden für diverse Zwecke, so die Systeme schneller mit Daten speisen, besser, effizienter agieren können. Und das sind so die Themen, die da herumkreisen. Also es würde mir sicher noch mehr einfallen, ja. Wird ein sicherlich spannender Vortrag werden im September dann. Ja, im September, genau. Also Anfang, ich werde es noch posten und streuen, so weit wie möglich, genau. Da helfen wir natürlich gerne mit bei der Bewerbung. Ah, vielen Dank. Ja, ich werde darauf zurückkommen. So, gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich ebenfalls bei dir. Dankeschön.